Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So schnell kann es gehen, wir sind jetzt in einer Erzberserker-Rüstung eingehüllt, umschlossen, ummantelt und fühlen uns jetzt nahezu unverwundbar. Jo, wir wollen weiter questen, wir müssen noch einen Konverter ausschalten und da würde ich mal sagen, da können wir doch richtig super klasse unsere Rüstung hier ausprobieren. Wir sind natürlich nicht unsterblich, aber man müsste doch eine schöne Verbesserung für uns spüren. Ich glaube, wenn wir uns hier raufbohren, den Weg runterhatschen, dahin ist immer, glaube ich, am schnellsten, dass wenn wir so... So sind wir fast schneller, ne? Ich probiere es mal. So. Es wäre wahrscheinlich der obere Flugpunkt besser gewesen. Flugpunkt sage ich schon. Entschuldigung, ich bin total World of Warcraft geschädigt. Entschuldigung. Das habe ich jetzt zu viel gezockt. Teleportpunkt. So, jetzt habe ich es. Teleport her. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Jo, ich bin nur gerade verwirrt. Ich kenne mich nicht aus, wo wir hin müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren hier noch nie. Was aber nicht stimmen kann. Jedenfalls müssen wir jetzt mit der Rüstung, die wir haben, auch problemlos unser Bruderherz übers Knie legen können. Werden wir dann alles sehen. Na? Da, 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 da ist die Schneeklaue wunderbar. Die wird verhauen, tralali, tralala. Und jetzt liegt sie im Dreck. Hurra. Schön. Ich wollte noch was lernen, fällt mir gerade ein. Egal, beim nächsten Mal. So, Bild, was haben wir eh schon gelernt? Passt schon. So. Ich bin zu erkundungsfreudig. Ich merke gerade, ich renne in die falsche Richtung. Kann das sein? Aber sowas von. Ich habe nur wollen das Viech umhauen. Ich wollte nur das Viech umhauen. Mehr nicht? Ja, das können Sie mir durchaus glauben. So. Ja. Dann hier entlang. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie wir da hergekommen sind. So, eine Kristallratte. Zack, zack. Das war mal eine Kristallratte. Es lädt noch ein bisschen, man hört's. Eine kleine Ratte, der tut mir nichts. Aber die große Ratte war kaputt. So. Deine Ratte ist so süß, da tun wir nix, da tun wir nix, la 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 la. Es ist irgendwie komisch, dass immer nur eine Ratte da ist, weil Ratten sind ja eigentlich Rudeltiere. Die sind normal immer mindestens zu viert, eigentlich, sollte. Vielleicht hat sich ihr Verhalten auch geändert. Ein Eisschnäbelchen. Das war mal ein Eisschnäbelchen. Ich komme mir gerade so übermenschlich vor. So unverletzbar. Das ist sicher, das stimmt nicht, aber ja, ich komme mir gerade echt trotzdem gut vor. So, komm her! Zack, zack! Und halt, Energie. Au. Da sieht man es mal, ich krieg aufs Maul, aber niemals so schlimm wie früher. Au. Naja, oh doch. Schon eigentlich. So, wo ist er denn? Schnäbelchen. Zack! So, Eisschnabel tot. Da ist er hin. Da ist ein Hiniger. Ich sollte auch mal speichern. So. Sicherheitshalber. Bevor ich wieder zu viel Scheiße baue. So und so. Sehr gut. Ich hätte... Ja. Ich bräuchte tatsächlich was zum Heilen. Es ist ein Trauerspiel mit mir, wirklich. Aber das Positive ist, wir können jetzt unser gesamtes Elixier dafür verwenden, unser Lager auszubauen. Und... Also das Lager der Mitte, ne? Und... so gut es geht, Wein zu kaufen. Weil Wein brauchen wir ohne Ende. Wie gesagt, es wäre halt echt cool, wenn wir einen Winzer hätten helfen können, der uns, sagen wir mal, einmal am Tag oder alle zwei Tage mit Wein versorgen hätte können. Das wäre super gewesen. Aber wahrscheinlich sind dann die Tränke schon beinahe wertlos. Ich hätte schlafen gehen sollen, fällt mir auch gerade ein, weil es ist richtig finster hier. Ah, da. Ich sehe schon auf der Finsterheit. Hoppala. Die Gegner nehmen. Das ist echt nicht schön. Ich renne sowieso wieder falsch. Ich glaube, ich. Eine Magnesiumfackel habe ich, glaube ich, auch noch mehr. Eine einzige. Die will ich so nicht opfern. Es ist
ist echt blöd, ne? Ist jetzt auch nicht mehr allzu viel. Und der Schneesturm ist auch also recht ungut. Und da vorne sehe ich auch ein ungutes Viech. Mann, ey. Soll ich nochmal, soll ich ins Lager der Mitte gehen, schnell pennen? Und dann nochmal herporten? Wäre besser, ne? Ja, gehen wir schnell ins Lager der Mitte zurück. Gehen wir schnell eine Runde schlafen. Jo. Ist, glaube ich, besser so. Ist, glaube ich, besser so. Weil da vorne ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Unhold war, glaube ich nicht. Wie sind die anderen? Phantom, glaube ich, oder so, ne? Die sind natürlich schon gesalzen. Brauchen wir nicht diskutieren. Die sind richtig gemein. Eigentlich ganz nett hier. Natürlich ist das nett hier. Sie ist unser Zuhause, Baby. Ja. So, also, gutes Nächtle. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Das haben wir uns verdient. So. Boah. Ich wünschte, cool. Wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, das wünschte ich mir auch, Süße. So. Wir hauen wieder ab. Ja, ist ja wurscht. Dahin. Schauen wir uns das an. Die Viecher können sowieso verhauen. Alle zusammen. Zusammen weggeschnetzelt. Fertig. So. Wenn es sein muss, legen wir uns halt mit dem Phantom an. Wird schon werden. So. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So. Das Phantom der Oper. Ui, es regnet. Sollte es nicht eigentlich schneien? Naja. La, 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 la. Jetzt sieht man wenigstens was. Jetzt sieht man was. Das ist gut. Oh, ruck. Oh, ruck. La, 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 la. So. Heureka, Heureka, Heureka. So. Also, da drüben ist der Konverter. Man sieht ihn schon. Ich tue wieder mal speichern. Ja, der müsste passen. Ja. So, und dann schauen wir uns das Phantom da drüben an, ob wir so, wie wir jetzt gekleidet sind, schon problemlos besiegen können. Oder ob wir vielleicht doch noch ein paar Level-Ups brauchen würden. Damit wir auch keine böse Überraschung erleben, machen wir auch mal dieses Viech da platt. Na, Beißerchen. Au. So. Na, ein bisschen Damage kriegen wir schon noch. So. Dann gucken wir mal. Ich rüste wieder mal unsere Feuerhand aus. Da vorne rennt er, ne? Man sieht ihn recht gut. Ich will's, ja, ein... Oh, ein Patron, so nennt sich das. Entschuldigung, ich sage immer Phantom. Patron, Entschuldigung. Achtung! Ja. Ich versuch mal, alles was geht an Magie rauszupulvern. So. Servus! Da, immer schön fest drauf. Das läuft gut. Ich bin entzückt. Ich bin sehr entzückt, muss ich sagen. Das können wir sofort speichern. Ich bin entzückt. Ja, muss man schon sagen. Super. So, weiter geht's. La 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 la. Einfach mal so ein Patron. So, ne? Wieder gehauen, so muss das ausschauen. So. Ich mag diese Schnee, also die Geräusche im Schnee, wenn er läuft. Das ist gut. Das ist schön. Da, 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 da. Gott sei Dank bin ich keine Spielfigur. Ich würde da nur erfrieren. Mir wäre die ganze Zeit wär mir kalt hier in dieser Gegend. Da kann ich anziehen, was ich will. Bist du eine Assel? Tatsächlich. Tschüss. Dankeschön. So, dann darüber. Ich denke mal, da wird es auch Gegner geben, die auf uns warten. Ich kann das hier nicht leiden. In diesem Land ist alles so bedrückend.
Ganz anders als in Edan. Ja, das liegt daran, weil hier alles so kalt ist. Da vorne, was sehen denn meine Äuglein? Ein Viech, das verdroschen werden möchte. Zwei sogar. So. Also. Ich versuche mal, nicht unbedingt den großen... Naja, wird nichts anderes überbleiben, ne? Vorsicht! Aha! So vielleicht. Rotmolch. Das wäre schön, wenn wir jetzt... Ui! Den haben wir gut besiegt eigentlich. So. Den müssen wir zuerst umbringen, auf alle Fälle. Sehr gut. Jetzt haben wir Zeit für die kleineren. Oh, und mir fehlt die Energie natürlich. Ist eh klar. So. Du kannst schon schießen, wenn du willst, du Mistviech. Die Rüstung ist cool. Ja, die Rüstung ist cool. Die gefällt mir. Richtig nice. Gott sei Dank habe ich mir die geleistet. Also, Gott sei Dank haben wir uns die geleistet, so muss ich sagen. Schön. Wirklich schön. Das Elixit ist gut aufgehoben in dieser Rüstung. Wirklich. Die ist wirklich jeden Elixit-Splitter wert. Die ist richtig nice. So. Ich wollte nur kurz schauen, ob da irgendwas Besonderes ist, aber... Besonders nichts. Dann gehen wir mal weiter die Straße da entlang. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ich sollte vielleicht mal schauen. Ja, streng gesehen könnte es passen. Sind wir hier das Große hier laufen, ne? Und dann dürfen wir hier rein, oder wie? Weil da ist Berg. Gut. Es kann nur besser werden. So, mal schauen, da haben wir auch eine Blume. Malerkraut. Super. Ah, da haben wir ein Opfer. Hallo, du Rottmüllchen. Aufs Goscherl. So, und tschüss. Ui, Kampfmaschine. Speichern, sofort. Sofort speichern. Ja. Ich hoffe, ich finde die Schleichtaste nochmal an. Dann können wir uns vielleicht hinschleichen. Ah, hier haben wir sie. Nur nicht stolpern, nur nicht stolpern, nur nicht stolpern. Alles ist gut, alles ist fein. Ich glaube nämlich, der ist alleine. Ich glaube, sein Härchen fehlt. Ganz ruhig. Zack, zack, zack. Oh je. Au. Oh, das ist gar nicht mehr so schlimm, der Damage. Sehr gut. Dankeschön für deine Teile. Super. Aha, da vorne haben wir schon wieder ein Viech. So, wir werden mal speichern. Der ist zu gut gegangen, als dass wir ihn ungespeichert lassen könnten. Also, das mit den Stims ist ja richtig fies. Die sind echt, die kann man echt problemlos verkaufen. Sorglos verkaufen. Zack. So. Das war's mit dir, Mistviech. Da vorne haben wir noch zwei Mistviecher. Komm nur. Zack, zack, zack. Erledigt. Dann haben wir davor noch eins. Tap, 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 tap. Zack, au. Da war ich zu spät dran. So, schön plündern. Sehr gut. Ich sollte unter Umständen mal wieder was zu mir nehmen. Mhm. Das wäre gar nicht so schlecht. Streng gesehen. Was haben wir da vorne? Ich glaube, da sind noch ein paar solche Eismonster. Okay, wir hätten ja ein kleines Trankelein. Ah ja, 10 Heiltränke, ich Idiotin. Stimmt, die haben wir ja auch noch bekommen. So. Super, die habe ich komplett vergessen. Tap, 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 tap. Aha, da vorne haben wir was Gefährliches. War eh klar. Wäre zu lange zu gut gegangen. Das geht natürlich nicht. So. So. Kein Mana mehr. Gut, das ist kein Problem. Jetzt haben wir wieder welches. Achtung! Wow!
Komm, freck, du Mistviech. Wow. Ich glaube, der hat gerade meine Freundin umgehauen. Wow. Na, was bist denn du? Und weg mit dir. Ich sollte vielleicht mal schnell ein Tränkelein zu mir nehmen. Na? Ein Eis gegangen. Der macht sicher... Ja, ich wollte gerade sagen, der macht sicher böse Damage. Ganz böse. Weil er nämlich auch mit Steinchen schmeißen kann. Das ist nicht sehr schön. Da wäre man wohl wegheizen müssen. Würdest du bitte deinen Saft trinken? Ja. Einfach schön wegheizen. Das geht los. Ja, es geht los. Ui, ui, ui. Haha, nix erwischt. Nix erwischt. So, einmal Saufi. Oh, kommt der da einfach rauf? Das wäre nicht so schön. Ja. Der kommt tatsächlich hier rauf. Munition, keine Munition mehr. Aha. Hoffentlich ist meine Hübsche nicht tot. Das wäre gar nicht gut. Wow! Munition mehr, keine Munition. Trink was, Herbert. Ich bin irgendwie runtergefallen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Trink dir jetzt mal was hier. Würdest du zaubern? Hallo? Bist du betrunken? Ich glaube. Würdest du jetzt da deine Waffe ziehen? Hm. Also das ist jetzt komisch gewesen. So. Ja! Geht ja. So. Also das war jetzt echt komisch. Na? Eisen. Was? Eisenerz bekommen? Ah, entschuldige. Fuhr. Das war jetzt da grob. So. Zum Glück habe ich Mana-Tränke, ey. Sind jetzt zwar schon ziemlich dezimiert, aber... Naja. Aufbewahren bringt sie nichts. So, wir tun das Speichern selbstverständlich. So. Mal kurz strecken. So. Ah ja. Schon besser. Hui, na, das war jetzt da heftig. So. Da vorne haben wir noch ein Opfer. 2, 3, 4, 5 Opfer. Okay. Die erste ist weg. Die zweite ist weg. Die dritte ist weg. Die vierte ist weg und die fünfte ist auch gleich weg. So ist gut. Sehr gut. So, dann nehmen wir mal schön alles mit. Da haben wir noch was zu looten. Da haben wir was zu looten. Und da oben, die ist super gestorben. Genau auf dem Autodach. Schön. Trockenfleisch kann man immer brauchen. So, fein. Halt, da ist ein Krug. Genau. Da sehe ich, glaube ich, einen Schwefelbrocken. Ja. Da oben ist noch was drin. Großer Heiltrank. Das ist super. Und dann sind wir, glaube ich, schon fertig. Dann können wir schon weitergehen. Sehr, sehr gut. Wir könnten aber auch speichern. Ja. Könnten wir uns erdreisten, glaube ich. So, einmal schnell speichern. Und dann hatschen wir weiter. Ganz fröhlich. Jo. Dabei fällt mir gerade ein, wie schaut es eigentlich Gerissenheit? Was bewirkt Gerissenheit?
Weil wir sollten das dann ja auch skillen eigentlich, ne? Gerissenheit gibt deine sozialen Kompetenzen wieder. Sie ermöglichen dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen und sofern du Outlaw bist, erhöht sie dauerhaft deine Steam-Kapazität. Ach so, danke. Und Geschicklichkeit gibt deine Agilität und Gewandtheit wieder. Sie erhöht deinen Fernkampfschaden und ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu nutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Ja. Okay. Ja. Werden wir dann schauen, was wir brauchen, ne? So. Wir hatschen einmal weiter. So, vielleicht ein bisschen mit Sprint. Dass wir doch mal vorwärts kommen. Bis wir wieder auf eine Gegnerhorde treffen. So. Aha, da drüben. Hätten wir eigentlich schon wieder was Tolles. Zack. 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 Kristallrädchen. Rattchen. Noch eine Kristallratte. Na, würdest du bitte sterben wollen? Danke. Zack. So. Passt. Das waren 4 Gegner jetzt. Ah, der 5. ist da drüben noch. Gehen wir mal looten. So, den auch. So, dann gehen wir den da drüben noch farmen. Also kaputt hauen. Und dann können wir auch schon weitergehen. Zack, 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 zack. So, geht ja. So, wir können wieder ein bisschen lebensmüde sein. Muss da oben ein bisschen umschauen. Da scheint es auch ein Lager zu geben. Oder gegeben zu haben. Trockenfleisch, super. Ein Eimer, mehr nicht. Ich will gar nicht wissen, wozu der benutzt wurde. Ah, da unten. Ein Beißerlein. So, das war's mit dem Beißer. Alter Schwede. Ja. So. Der ist auch erledigt. Tut man auch gleich. Da drüben sind auch noch 2. Zack, zack. Zack. Passt. Entschuldigung, da hinten ist was Komisches. Oh je, ist das eine Chimäre? Ja, das dürfte eine Chimäre sein. Ich trinke mal einen Schluck zu eurem Wohle. Das passt. Werde sofort speichern. Die lassen wir nicht aus. Ich hoffe, die kriegen wir klein. Mit unserer jetzigen Rüstung. Das würde mich sehr freuen. Und dann schauen wir mal, was das Chimärli kann. Ja. Feuer tut ihr schon mal nicht so richtig weh. Boah. Dafür unsere Axt. Und zwar ordentlich. Wow. Also nicht schlecht. Bin beeindruckt. Das können wir speichern. Das war super. Dann können wir davor noch die beiden kaputt hauen und dann gehen wir zum Konverter. Wobei, wir sind eigentlich schon da, ne? Wir brauchen nur da vorne rein. Das ist schon. Das müsste eigentlich schon unser Ziel sein. Halt, also was war denn das jetzt? Ich wollte gar nicht weg. Wo ist er denn? Ah, da drüben. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Wohl, er glaubt, er will. Er ist noch ein bisschen unentschlossen, aber wir helfen ihm bei der Entscheidung. So. Da wir freundlich sind. So. Da sind wir wieder, ne? Vor einem Konverter. Also Eingang zumindest schon mal. So, es wird gleich gespeichert. Und ich glaube, wir werden den Part hier beenden und im nächsten schauen wir uns das Innenleben von dem Kerl an. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!